Es gibt da eine Sache, die mich ziemlich empört, nämlich dass man hin und wieder in den Nachrichten hört, wenn irgendwo in Afrika die Buschhütten brennen und angsterfüllte Menschen um ihr Leben rennen, dass der Sprecher sagt ohne jede Ironie, in diesem Land herrscht jetzt Chaos und Anarchie. Und ich frag mich, was habt ihr für ein komisches Bild von Anarchie? Denkt ihr, dass es, wenn jeder jeden killt, wenn die Müllabfuhr streikt und Milizen regieren und sich Hutus und Tutsis mal wieder abmassakrieren? Das ist doch keine Anarchie, sondern Hierarchie pur, nämlich das Recht des Stärkeren in reinen Kultur. Also so wie bei uns, nur halt nicht ganz so subtil. Doch im Grunde ist das gleiche abgekartete Spiel. Die einen wollen nicht teilen, die anderen sind noch nicht satt. Und dann fallen sie übereinander her und machen sich platt. Und dann fallen sie übereinander her und machen sich platt. Anarchie, viele haben es noch nicht verstanden. Anarchie, eine Welt ohne Grenzen und Schranken. Anarchie, eine Welt, wo jedem alles gehört. Anarchie, und wo trotzdem keiner seinen Nächsten stört. Anarchie. Ist man des Griechischen mächtig, wird einem einiges klar. Abwesenheit von Herrschaft heißt Anarchia. Abwesenheit von Herrschaft, nicht Abwesenheit von Respekt. Und mir stellt sich gerade die Frage, warum ihr das nicht checkt. Denn Respekt und Herrschaft schließen sich gegenseitig aus. Wenn ich über jemand herrsche, dann ergibt sich daraus, dass ich aus Arroganz auf dessen freien Willen scheiße, weil ich denke, ich bin gerechter und so furchtbar weise. Ich unterstell demjenigen, den ich beherrsche, indirekt, dass er ohne meine Regeln an seiner Dummheit verreckt. Das ist kein Zeichen von Respekt, bloß von Respektlosigkeit. Nur wer keinen Respekt hat, macht sich vor anderen Menschen breit. Nennt sich Führer oder Gott, Kanzler oder Polizist und entscheide für sie dann, was falsch und richtig ist. Deshalb bin ich Anarchist, der beständig moniert, dass eine respektlose Gesellschaft einfach nicht funktioniert. Dass eine respektlose Gesellschaft einfach nicht funktioniert. Anarchie. Viele haben es noch nicht verstanden. Anarchie. Eine Welt ohne Grenzen und Schranken. Anarchie. Eine Welt, wo jedem alles gehört. Anarchie. Und wo trotzdem keiner seinen Nächsten stört. Anarchie. Wie gesagt, es braucht Respekt, um harmonisch zu leben. Doch diesen Respekt kann es in unserer Gesellschaft nicht geben, solange die Alten sich über die Jüngeren stellen und Richter über Angeklagte Urteile fällen. Solange die Menschen danach gieren, andere zu dominieren und sich um Kinder auf dem Schulhof gegenseitig schikanieren, weil ihr Ego so groß ist und ihr Verständnis so klein. Solange wird unsere Welt niemals die Bestmögliche sein, sondern immer nur eine schlecht gemachte Kopie von dem, was möglich wäre, hätten wir hier Anarchie. Klar, es ist nur Utopie und noch nicht Wirklichkeit. Ein Ideal, das unablässig nach Verwirklichung schreit. Es ist ein weiter Weg, den nur die wenigsten sehen, und noch viel weniger sind dazu bereit, ihn zu gehen. Anarchinauten wie wir stürmen schon einmal vor, warten auf den ganzen Rest und singen dabei im Chor. Warten auf den ganzen Rest und singen dabei im Chor. Anarchie. Viele haben es noch nicht verstanden. Anarchie. Eine Welt ohne Grenzen und Schranken. Anarchie. Eine Welt, wo jedem alles gehört. Anarchie. Und wo trotzdem keiner seinen Nächsten stört. Schon was ihr sagen wollt, ihr glaubt nicht daran, dass eine Welt ohne Kontrolle funktionieren kann. Ihr denkt, der Mensch ist ein Tier und er braucht seine Hirten, die ihn schützen vor Verbrechern und den geistig Verwirrten. Ihr verweist auf die Punks, die in der Gosse leben und eure Angst vor Anarchie so neue Nahrung geben. Doch was ihr nicht versteht und was auch die nicht verstehen, Anarchie ist weitaus mehr als nur Kritik am System. Sie beginnt nicht auf der Straße, sondern in jedem selbst. Es geht in erster Linie darum, wie du dich verhältst. Zwingst du anderen Menschen dein gestörtes Ego auf? Oder lernst du dich zu zügeln und verzichtest darauf? Ja, Anarchie lässt sich erlernen, genau wie heute jedes Kind irgendwann lernt, wie man gehorsam ist und Geld verdient. Doch statt den Kindern beizubringen, wie Anarchie geht und ihnen vorzuleben, wie echte Selbsterkenntnis aussieht, werden sie von den Alten bloß damit zugemüllt, dass das nur ein dummer Traum ist, der sich niemals erfüllt. Schönen Dank für den Hinweis, ich befürchte nur leider, ohne all diese Bedenken wäre die Menschheit längst weiter.